Hallöchen! So, sofort geht es los, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zu Pokémon Weiß Edition. Ich weiß, ah doch, ich habe alles vorbereitet. Ich hätte schon gedacht, ich hätte es vergessen. Oh Gott. So, ein bisschen turbulent. Leider jetzt eine gute Dreiviertelstunde zu spät für die, die es live auf Twitch gucken. Das heißt, heute wieder nur so gut 1,5 Stunden. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber wir spielen es heute mal wieder. Es hat mir nämlich ein bisschen gefehlt, wie kein Xbox One-Spiel. Motek, irgendwann verlange ich von dir, dass du mir eine Capture-Card kaufst und ich darf sie mir aussuchen. Also, ne? Ich weiß, es ist Sarkasmus. Das war jetzt gerade auch Sarkasmus von mir. Ne? Also bitte. Ne? Wer Ablauf nicht lesen kann, der nicht. Der, okay, wer den Ablauf nicht lesen will, ist selber schuld, sagen wir es mal so. Ne? Aber das ist so oder so eine Sache. Leute, es gibt mal wieder Pokémon. Wie immer jeden Mittwoch. Eigentlich hätte ich mir überlegt, auch was anderes zu machen, aber in der Überlegung ist das jetzt auf Freitag gelaufen. Genau, dafür kaufst du. Ja, und dann kriege ich hier wahrscheinlich kein Problem. Ich schicke dir eine Capture Card. Ja, die darf ich dann auch behalten, ne? Ja. Nun gut. Pokémon steht mal wieder an. Ihr seht es ja direkt sofort im Screen. Ketchup oder Ketchup? Oh Gott. Ketchup? Ketchup. Ne? So, ich muss mal auch mal noch hier leiser machen. Im Übrigen, apropos Xbox One, ich spiele jetzt nämlich auf dem Xbox One Controller. Hat ja alles sehr gut funktioniert. Ist mir doch ein bisschen zu leise. Ja, wir haben es so leider beim letzten Mal wieder nicht hingekriegt, Warner zu besiegen. Turner, nee, Turner. Warner ist hier der Konzern aus den USA. Turner natürlich. Das heißt, wir sind noch weiterhin am Trainieren. Weit am Trainieren. Timmy Turner, ja. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Timmy Turner nie gemocht. Ne, Timmy Turner schon hier. Jimmy Neutron nie gemocht habe. Wuppi, guten Abend. Erstmal auch mal euch einen schönen guten Abend, lieber Chat. Nun gut. So. Ihr wisst ja schon Bescheid. Meine Pokémon hier. Kleopatra nur noch auf Bewährung da. Reimt sich ein bisschen. Natürlich, Verkokel, Starter, Navitaub. Rockheimmann, Vegimak. So, und Yorklef als nicht VM-Sklave, aber Item-Sklave. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch so ein bisschen was an Items gekauft. Ich muss mal gucken. Beleber 5 Stück. Plus hier. Hypertränke 7. Supertränke 3. Warum habe ich nur 3 Supertränke? Beantworte mir das mal hier. Du verkaufst sie mir. Oh Gott! Ich habe kaum noch Kohle! Eieiei, wie war nochmal deine Adresse? Ich schicke dir eine Capture-Card, die ich selbst auch besitze. Du weißt, wo sie steht, auf meiner Dingens. Ne? Wie viele Jahre auf Bewährung war die? Zu lange. Wenn's nach dem russischen Mediengesetz, ich sehe schon wieder, wie die Internetleitung abbrechen will. Alter, Vodafone, ich schwöre euch, wenn ich ein Schlupfloch finde, um aus dem Vertrag rauszukommen, ich werde den nutzen. Ist mein voller Ernst. Mein Rudi voller Ernst. Ich hab's gerade gesehen, aber bei 800 Kilobit in der Sekunde. Ja, ich hatte für 20 Minuten kein Internet. Obwohl, ich möchte diese Geschichte mal ganz kurz erzählen. Obwohl, und das ist kein Witz, obwohl mein Router, ich habe ja diese Vodafone-Box, ich nenn den An Provider bei Namen. So, sorry Vodafone. Ja, auch die Telekom macht's nicht besser. Wir haben halt die Digitalisierung verpennt, wie so alles andere in Deutschland, ne? Deswegen alle auf uns scheiß. Nein, mein Router hat nämlich nichts angezeigt. PC war sowohl auf offline online. Ich habe erst gedacht, es wird mal mein PC liegen. Habe ich keinen Witz. Habe ich echt gedacht, mein Windows ist jetzt so kaputt, dass ich gedacht habe, okay, heute kein Stream. Dafür kannst du jetzt die nächsten Tage erstmal Windows 9 raufziehen. Gott sei Dank noch nicht, aber. Ich muss mir mal eine Zeit finden, um das zu machen. Ist wirklich so. Vielleicht mal ein Wochenende kein Stream. Passiert vielleicht. So, oh, ich bin nicht auf dem. So, jetzt aber wieder. Ich hab schon gedacht, jetzt wollte der Controller nicht mehr. Wisst ihr, was das Besondere dabei ist? Ich muss den Controller nicht aufladen, weil ich den Xbox One Controller durchgehend im Strom haben muss. Also am USB. Und ich werde mir aber hierfür. Ich habe immer noch so gut wie nie Probleme mit Vodafone. Ich beschwere mich besser nicht. Naja, sagen wir so, Wuppi, ich habe die eigentlich auch nicht. Und wenn, dann sind es wirklich heftige Probleme.
Ne? Wie zum Beispiel, dass mein Router zum Beispiel sagt, Internetprobleme kenne ich nicht. Nach einem Neustart hat er es bemerkt. Und mein Handy hat auch ein bisschen länger gebraucht. Aber nun gut, das sind halt typische Beschwerden, die ich halt immer habe. Vielleicht immer so einmal im Quartal darf sich der Herr Dercho mal auch mal beschweren. Ich werde ja sowieso, und das weiß Vodafone glaube ich schon, meinen Anbieter wechseln. Also, wenn das Internet in Deutschland nicht so teuer wäre, würden alle bei der Telekom sein. So, wir wollen aber jetzt Pokémon trainieren. Habe ich das eigentlich jetzt so richtig hingekriegt? Sache. Na, nicht so ganz. Merke ich gerade, ich kann nicht nach rechts laufen. Egal, ist ja kein 3DS, ist ja ein DS. Wie ihr bemerkt habt, wir werden Pokémon trainieren. Oh, hallo. Hyperball. Man merkt, dass du Lags hast. Ja, merke ich auch gerade, wie gesagt. Also, liegt an Vodafone. Ich sag dazu gar nichts mehr. Und ich werde jetzt auch an dieser Stelle, wenn durchgehend gleich das Internet weg ist, bis 22.30 Uhr durchgehend weiterhin aufnehmen, weil das klappt dann halt viel besser als bei einer News-Show. Wie gesagt, also für die, die das auf YouTube sehen, ich hatte Internetprobleme. Aber es kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich gerade aktuell noch ein Video hochlade und was eigentlich nicht so lange braucht. Also sowieso kriegt ihr, das sind nur noch 2 Minuten, die es zum Hochladen braucht. Also das wird wie gesagt, das sind keine Internetprobleme, das ist die deutsche Internetbeschränkungssystem, ähnlich wie das Modell in China, nur dass in Deutschland niemand öffentlich zugibt. Motek glaubt schon, wir leben in einer chinesischen Diktatur. Xi Jinping hat angerufen, möchte sein Winnie-Pooh zurück oder wie. So, wir sind hier weiterhin am Trainieren. Ich kann mal meine Musik ein bisschen lauter machen und haben hier ein süßes Sesokids im herbstlichen Design. Ich habe es ja schon mal erwähnt, Monat für Monat wechselt ja in Pokémon Schwarz und Weiß ja die Jahreszeit. Na, es gibt ja Uhrzeit und Jahreszeit in Schwarz und Weiß. Und das ist ja was sehr Interessantes, möchte ich nochmal sagen. Ja, wir können ja auch Gewissheit, ne? Stimmt, ist ja eine neue Attacke. Komplett vergessen. Ah, Sesokids habe ich ja schon, ne? So. Und Tschüssikowski, 200 XP. So, nächstes Pokémon. Wir werden heute nur trainieren. Heute wird nur trainiert. Wir werden schon ein bisschen ein Stück dieser Route gehen, so weit wie wir kommen können. Ob es dann was bringt, dass wir auch dabei noch trainieren, ich weiß es nicht. Weil einerseits ist natürlich klar, dass dieses ganze Rumtrainieren... Oh ne, Doppelkick. Ja gut, ist nur zweimal, aber tut trotzdem weh. Ne, nochmal Gewissheit. Bam. Kavum. So. 200 XP gibt es halt nur, ne? Und wenn, dann habe ich bald Probleme auch noch mit Tränken. Und wenn jetzt noch ein Sesokids kommt, dann werde ich flüchten. Das ist kein Sesokids, das ist ein Folikon. Folikon. Folikoni, Folikola, Funikuli, Funikule. Wenn du es nicht verstehst, phonetisch ja, phonetisch nein. Fadenschuss. Das müsste dann ein Käfer-Pokémon sein, ne? Sieht mir eher so wie ein Pflanzen-Pokémon aus, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, mich mit den Pokémon... Ja, Käfer-Pokémon. Ich sag euch, wir werden noch die nächsten 3 Wochen hier trainieren. Ich hoffe mal, in der nächsten Woche kann ich zumindest endlich mal... Nach langer Zeit mal einfach mal um 20:30 hier den Stream starten. So, 438 XP. Super. Was habe ich eigentlich gesagt? 35, ne? Müssen wir jetzt machen. Geht nicht anders. Ich habe jetzt keine Lust, ins Pokémon Center zurückzurennen, ne? Habe ich nicht noch irgendwie was anderes? Natürlich nicht. Yorkleff, du bist jetzt eigentlich auch noch... Kämpf mit mir! Pokémon mit trockener Haut lieben Wasserattacken oder Regen. Ich spreche hier natürlich von ihrer Fähigkeit Trockenheit. Ich hab mich enttäuscht. Oh, sie möchte kämpfen. Sie möchte kämpfen. Ja, 35 meinst du letzte Woche. Genau, 35 war das. Also alle 6, ja, alle 5, die da sind. Jorklev natürlich nicht. Auf 35, damit... Oh. Klatsch erstmal eine hier. Bam!
Ich hab jetzt schon keine Lust, ne? Ich hasse Emolga. Ne? Ich hasse Emolga. Enolga gay. Was? Bis jetzt geht's los. Jetzt kann ich dieses verdammte Pokémon nicht angreifen. Weil es nur am Femmen ist. Hört es euch an. Es hört sich an, als würde es. Oh, es trifft. Wuppi, raus. So. Sesukids, machen wir es einfacher. Enola Gay war der Bomber, der... Ja, natürlich. Wer weiß das nicht? Ne? Wer weiß das nicht? Schon sehr viele Dokus darüber geguckt. Dass es die Enola Gay war. Und wie hieß die zweite Bombe, die auf Nagasaki abgefeuert wurde? Led, weißt du das? Wie hieß die nochmal? Scheiße, jetzt weiß ich es gerade selbst nicht. Nur so nachzufragen, hoffentlich weiß das, hoffentlich weiß das. Minarabeere. Ja. Kannst du hören, wie die Pokémon und die Pflanzen leise ein- und ausatmen? Batman! Weil die Dercho, ja genau, so fett war ich schon auch wieder nicht. Nee, ist mir zu riskant, weil Käferbiss sehr effektiv ist. Little Boy, genau, Little Boy und Fat. Nee. Enola Gay. Nein, genau. Enola Gay war der Bomber, genau. Das Flugzeug, so war das. Oh. Ich muss mal wieder Dokus gucken. Enola Bay. Enola. Little Man, genau. Little Man war. Little Man. Little Man waren beide Bomben. Nein. Batman war die zweite, glaube ich, und Little Boy war die erste, so war das. Little Boy war Hiroshima, Batman war Nagasaki und Enola Gay war der Bomber, der Little Boy über Hiroshima abgefeuert hat. Wenn das jetzt richtig ist, dann bin ich zumindest schon. Genau. So. Guck mal, ich würde schon vorher berichtet. Alles gut. So. Ich wollte heute sowieso schon Freunden fragen, habe ich schon mehr graue Haare gekriegt. Aber nun gut. Oh, Tangpinyong. Das Pokémon, wo ich gedacht hätte, dass es erst in der Generation mit X und Y eingefügt wurde, weil es da ein bisschen mehr, sagen wir mal, so ein bisschen mehr, sagen wir mal, Aufmerksamkeit gegeben wurde als hier. Aber ich wusste nicht, dass Tangpinyong in der fünften Generation gedingst wurde. Weil... So, mal wieder Sesukids. Ist eigentlich sehr gut, ne? Aber gut, dass wir nicht gegen die Weiterentwicklung kämpfen. Ne? Ich mache ja Kleopatra jetzt ja absichtlich als erstes, weil ich ganz genau weiß, entweder kann ich es aus dem Team schmeißen oder wir kriegen das hin. Boxcar. Oder Boxcar, ne? Boxcar. Obwohl, das habe ich ja genauso betont. So. Er kommt zumindest voran. 32 ist schon bald nah dran. Ich denke mal, wir werden heute mindestens ein Pokémon auf 35 schaffen. Wenn alles gut läuft. Wie gesagt, dafür müssten wir wirklich, weil bei Käfer- und Pflanzen-Pokémon, die hier sind, da sind unter anderem Navitaub und Verkokel im Vorteil. Vor allem sind da halt, wie gesagt, Rockheimann und Kleopatra nicht im Vorteil. Bohren wir... What? Oh Gott, Sporen wird. Da muss ich schnell reagieren. Da muss ich schnell reagieren. Verfolgung. So, dann schnell mal ein Gegengift. Gegengift müsste ich eigentlich genug haben. Genau, 5 Stück. So sieht's nämlich aus. Ja, wie gesagt, mit Tränken muss ich jetzt aufpassen. Ich habe kaum noch Kohle. Oh, ein Laukaps. Auch in Pokémon Go sehr beliebt gewesen. Was heißt beliebt? Boah, Gewissheit ist aber auch schnell weg an...
Okay, das ist die Chance. Die kriege ich jetzt sonst nie wieder. Uyua. So. Wir fangen das Laukaps. Pokédex muss ja auch noch erweitert werden. Und das sieht gut aus. Da haben wir einen Laukaps gefangen. So. Ein Schnappbiss-Pokémon, Typ Käfer. 0,5 Meter groß, 5,9 Kilo. Fühlt es sich bedroht, wehrt es sich, indem es ätzende Flüssigkeit speit. Hat es auf Schnuthelm abgesehen. Genau, da war ja was, stimmt. Schnuthelm und Laukaps gab es ja immer wieder eventmäßig in Pokémon Go. Beziehungsweise war das nicht auch irgendwie so... Kann ich nicht irgendwie... Ich schütze mich schon wieder in Supertrend einsetzen, ey. Ich muss mehr gegen Trainer kämpfen, das ist kein Witz. Oder ich muss Sachen verkaufen. Das Problem ist, TMs kann ich halt nicht mehr verkaufen. Es regnet, die Erde wird... Na, fehlt nicht noch eine, es regnet? Die Pokémon kämpfen nur zum Spaß. So. Firmdame Astrid. Ein Schallquapp. Müsste eigentlich auch machbar sein für Cleopatra. Mit Gewissheit. Widerhall. Ah, zieht nicht so viel ab. So. Flinkklaue, selbstverständlich. So. Schallquapp wurde besiegt. Sehr schön. Noch ein Schallquapp. Ja, wechseln wir mal auf. Ach stimmt, ich habe Vegimark vergessen, ne? Ja, für Vegimark wird es ja auch ein bisschen schwer sein, weil Käfer und Pflanze ist jetzt nicht auch gerade das Effektivste. Hätten wir irgendwo ein Areal mit Wasser-Pokémon, wäre das eventuellerweise, glaube ich, auch viel besser. Aber Schallquapp ist ja Wasser. Deswegen das auch so ein kleiner Vorteil ist für Vegimark. Aber wir sehen ja auch Vegimark auch bald Level 32. Noch ein Schallquapp. Ne? Hab auch Kamillentee die Tage getrunken. Kamille ist so ziemlich der Tee, den ich im Überschuss auf Vorrat habe. Bewusst. Magst du auch ziemlich sehr Kamillentee? Ich weiß nicht. Für mich ist Kamillentee... Ist auch lecker. Sage ich nix. Ne? Aber ist nicht so mein Favorite-Tee. Ja. Ich mag eher mehr... Habe ich überhaupt einen Lieblingstee? Ja, einen schwarzen Tee. Ich trinke gern schwarzen Tee. Ja, obwohl, Quatsch, nein. Ich trinke gern Kamillentee. Kamillentee ist mein Lieblingstee. Ich habe so lange schon keinen richtigen Tee mehr getrunken. Schon lange her. Obwohl ich so ein paar da stehen habe. So. Wieder ein Forscher. Ich werde dein Pokémon-Team erforschen. Vielleicht steht er da noch so mit dem Skalpell. Ich werde dein Pokémon-Team erforschen. Oh Gott, Xavier! So ist der Aluhut. Querdenker sind im Übrigen Arschlöcher. So, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt! Mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. So, Gewissheit. Klatsch das Sesokids. Meine Güte. Gewissheit. Ja. Nochmal Verfolgung. Ah, es könnte uns, wie gesagt, ne? Ist der Finger oben? Wird man nicht loben. 32 für Cleopatra. Das sieht schon mal gut aus. Der bittere Geschmack der Niederlage. No. Ja, ja. So. Wait. Okay, ein wildes Pokémon stört. Sesokids? Dachte ich mir. 22. Nochmal Verfolgung. Machen wir mal Gewissheit. So. 193 XP, so sieht's aus. So. Ich habe da gerade gesehen, es hat. Jetzt wackelt das nicht mehr. Letzter Supertrank. Toll. Ja, weiß ich. Kein Supertrank mehr. Schade. Aber dafür haben wir ein Elixier. Ob es das was bringt, ich weiß es nicht.
JFI, Jahreszeiten Forschungsinstitut. Okay. Ja, ein Hypertrank mehr. Ist auch gut. Gehen wir mal rein. Wir erforschen hier den Einfluss der Jahreszeiten auf die Natur. In der Gegend findet man das Pokémon Sisukids, richtig? Es verändert je nach Jahreszeit sein Aussehen. Faszinierend, oder? Wir hoffen, dass etwas über die hochkomplexe Beziehung zwischen Pokémon, Wetter und Jahreszeiten zu erfahren, indem wir das Pokémon erforschen. Daher haben wir auch ein Klimasystem entwickelt, mit dem wir Temperatur, Luftfeuchtigkeit und noch viel mehr kontrollieren können. Sogar die Jahreszeit können wir damit bestimmen. Soweit, so gut. Nun haben wir leider nicht die Zeit, ein Sisukids zu fangen. Meinst du, du könntest vielleicht ein Sisukids für uns fangen? Falls dir das möglich ist, bring es doch bitte hierher ins Institut. Wenn wir die Veränderung bei deinem Sisukids verifiziert haben, fangen wir uns selbst ein Sisukids dieser Jahreszeit. Na, soll ich mir mal dein Sisukids ansehen? Ich habe es leider nicht dabei, dann würde ich ja sagen. Willkommen im Jahreszeitenforschungsinstitut. Hinter Maria City liegt der Wendelberg. Gut, dass er nicht Wendlerberg heißt. Auf dem je nach Jahreszeit Schnee liegt. Okay. Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es gibt Pokémon, die je nach Jahreszeit ihr Aussehen verändern. Ob man in diesem Fall wohl auch noch von einer Art Entwicklung sprechen kann? Wohl kaum. Aber nichts Interessantes, außer dass wir den Sisukids geben können. Das heißt, gegen die werden wir jetzt auch noch kämpfen. Ich werde die Zusammenhänge, die deine Stärke zugrunde liegen, offenlegen. Mach das mal. Edna. Oh, Sisukids. Ja, mich würde es aber interessieren, wenn jetzt hier nicht Herbst wäre, hätte es dann Winter, Sommer oder Frühling? Alter. Naja, aber ich bin trotzdem schneller wegen Flinkklaue. Da müssen wir Verfolgung einsetzen. Setze ich jetzt Finte. Edna bricht aus. Ja. Sieht eher nicht danach aus. Der Echo TV, ich habe eine Liste. Was für eine Liste? Leid, von was in der Liste sprichst du? Nutzen wir das Elixier. Gilt ja direkt für alle Attacken, nicht nur für nachher. So. Ja, stimmt. Hier im Anschluss. Deswegen gibt es ja heute leider wieder verkürzt Pokémon, aber auch nur wegen der technischen Probleme zu Beginn. Aber im Anschluss geht der Stream noch bis 23.30 Uhr weiter, weil es heute noch eine State of Play geben wird. Die Internetverbindung ist ja inzwischen ruhig geblieben. Also ist es auch gut so. Das war ein Tamping-Jung. Ach, guck mal, die haben das mal einfach mal bei X und Y hier übernommen. Das finde ich cool. Oh, Gewissheit, direkt bei C. Geduld. Geduld. Schön eine klatschen. Und schön Volltreffer. Das ist sehr, sehr schön. So. War also kein Item. Das ist ein Item, nämlich ein weiterer Blattstein. Hallo? Jetzt, sie sieht wahrscheinlich mit ihrem Schirm nicht so weit. Ich bin an ihr quasi vorbeigelaufen. Ich plansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Okay, meinem Namen würde ich mir Gedanken machen. Conchita! Das ist die Wurst. Nein, es ist Eis. Gibt es eigentlich Wurst-Pokémon? Gibt es bestimmt bald. Gibt es bestimmt in Gen 9. Das Wurst-Pokémon. Salami. Ich warte jetzt nur drauf, bis die Gags ankommen. Dauert halt auch immer wieder ein bisschen. 378 XP. Quabbel war nochmal. Ah, ist mir egal, ich wechsle. Wir haben ja schon zwei Pokémon auf 32. Das Wurst-Käse-Pokémon. Hätte sie jetzt ein Bart, wäre es Wurst. Was? Ach genau, Quabbel war ja das, genau. Oder wie ich es gerne mal nenne, Wabbel. Wabbel, 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 Schwabbel. Ja, gab es in Pokémon Go haufenweise. Mir gefällt es irgendwie nicht, wie sie den Arm dort heben. So, nächstes Pokémon.
Ja, das Worst-Case-Szenario. Hatte ich heute auf meinem Brot. Das Worst-Case-Szenario. Ach, wieder Sesso Kids. Ihr merkt es mir an, wie ich eigentlich so Bock habe, meine Pokémon zu trainieren. Nämlich null. Aber nun gut, ich will ja das erste Mal schwarz und weiß, beziehungsweise weiß ja hier mal durchkriegen. Deswegen jetzt das Training mal sein muss. Oder erstmal dieser Trainerkampf. Gleich siehst du, was für Bärenkräfte ich aus der Natur ziehe. Nichts geht über Bärenmarke zum Ranger. Ruhig. Ryu. Ruhig ist ruhig. Oh, Picochilla. Interessant. Hätte auch öfters mal ein Pokémon Go ge- Oh. Hä? Lalalalalalalalala. Oh, nur noch ein Aufwecker. Eine treffsichere Attacke. Ich glaube aber nicht mehr so treffsicher. So. Erstmal Hello Flingklaue und. Bam. Whoop. So. Bäh. Ihr wisst, welches Pokémon kommt. Ich hasse es! Gibt's erstmal einen Bratten. Boom! Geht doch. Oh, 1045 XP. Wenn Imola ge- Nee, ist egal. Hilft nur noch der Urschrei. Au! Hier, vielleicht kann ein Pokémon-Team hieraus auch Bärenkräfte ziehen. Schon wieder. Stimmt, ich krieg von den Rangern durchgehend ja hier Bären, ne? Komplett vergessen. Muss ich nicht irgendwie was jemandem geben? Ich guck grad mal. Nö, aber Yorkdev trägt was. Was ich sehr schön finde, wahrscheinlich ein Trank. Ein Hyperheiler. Oh, wieder ein Tampignon. Ist ja nicht schlimm. Auch Level 20. Also die hier so in der Öffentlichkeit einfach so stehen und so zu sehen sind, das sind halt die Tampignons. Und natürlich auch Items, ist ja natürlich klar. Ne? Also. Ging aber schnell. Ja, Cleopatra hat sich schon eingegroovt. Oh, Wanderer. Oh nein! Der Eingang der Elektrolythöhle ist vor uns ist versperrt. Das ist das Werk des Pokémon Voltula. Nur Turner kann helfen, sonst geht es da nicht weiter. Moment, was? So etwas wie ein Pokémon-Netz blockiert den Eingang. Oh, nee. Oh, hier gibt's. Doppelkampf. Navitaub und Sesso Kids. Das wird interessant. Das wird interessant. Klatsch ihm eine. Und erstmal einen dicken, fetten Brandstempel. Oh, das könnte auch sehr gut. Ja, guck mal, das ist eigentlich hier eine sehr gute Methode, um die Pokémon zu trainieren. Vor allem halt nicht nur im Doppelkampf, sondern auch im Einzelkampf. Ne? Ich weiß nur halt nicht, ob... Windschnitt. Ja, für Verkuckel auch sehr effektiv, weil... Kampf noch nebenbei. So, jetzt gibt erstmal... Gewissheit reicht wohl leider nicht. Nein. Schön gebratene Champignons in... Knoblauchbutter dazu, Folienkartoffeln mit Kräuterquarklet. Was für deinen Magen zum Beispiel. Was für deinen Magen zum Beispiel. So, was haben wir denn hier so solomäßig? Wieder ein Käfer-Pokémon. Polikon. 27. Das kann interessant werden. Ja, nur Cleopatra ist wieder mal angeschlagen. Ich will erstmal gucken, was in dem... Das war's. Dachte ich mir schon. Nächstes Pokémon rufen. Da lasse ich XP nicht liegen.
Ich habe jetzt extra keinen Trank gegeben, weil ich nicht weiß, was in dem Haus ist. Wenn ich in dem Haus Pokémon heilen kann, ist es schon mal was Gutes. Weil dann brauche ich nicht immer ins Pokémon-Center zu rennen. Aber mal gucken. Die Panero-Höhle hier auf Route 6. Dort soll ein sagenhaftes Pokémon leben, das einst alle Pokémon der Einalregion vor den Flammen bewahrt hat. Falls du die Attacke Surfer hast, die es dir erlaubt, übers Wasser zu gleiten, triffst du besagtes Kobalium wohl möglich. So, bitte. Hey, das ist für dich. Ein Leuchtstein. Ich muss keine Items mehr einsetzen, ich kann hier bleiben. Danke, gnädige Dame. Oh. Endlich, ich brauche nicht immer ins Pokémon Center rennen, was 5000 Kilometer entfernt ist. Oh, kann hier trainieren. So, Leute. Turner wird nächste Woche platt gemacht, wird rasiert. Ich verspreche mal wieder hier Dinge, die ich nicht einhalten kann, wahrscheinlich. Das ist das interne Motto im Übrigen von der. Übrigens steht mal bald, steht auch bald wieder etwas Besonderes an, etwas Spezielles. Infos dazu wird es in den nächsten Tagen geben, liebe Freunde. Da planen ich und der liebe Legend mal wieder was, weil wir A, darauf Bock haben und B, es mal wieder eine sehr gute Sache ist. Was sowieso schon in dem Sinne für dieses Jahr eh schon geplant war, nur jetzt halt auch wegen der aktuellen Situation, ist ja auch schon viele machen. Ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, um was es gehen könnte. Ich und Led wissen das natürlich, weil wir es ja auch initiieren wollen. Deswegen wir da noch so einzelne Fragen. Ich hoffe mal, der liebe Mutek Paul fühlt sich angesprochen. Vielleicht auch der Wupperwiesel. Ne? Ich weiß ja nicht. Lockduft. Ja, da sinkt der Fluchtwert. Aber in Wahrheit, also aus ist es eine Terrainattacke. Ach ja, meine Güte. Ich weiß ja. Gehen wir gleich zu Damen und Heilung. Einfach. Das ist wirklich ein Segen. Das ist gerade wirklich ein Segen, bin ich gar, egal was. Nein. Okay, dann nicht. Terrorattacke. Da musst du mit meinem Anwalt sprechen. Ja, ich habe einen Advokat. Oh, Doppelkampf und. Ja, gut, komm. Ziehen wir durch. Können wir nichts machen. Da muss halt die Vergiftung von, ja, ich bin mir sicher, Cleopatra wird die 33 nicht erreichen. Aber ist mir gerade egal. Kann ich nicht beide angreifen? Nein, kann ich nicht. Schade. Beide sind gefährlich. Beide sind hier gefährlich. Törö! Attacken. Na, Attacken, die ich halt auch außerhalb des Kampfes einsetzen kann. Lockduft gehört zum Beispiel dazu. Damit locke ich halt Pokémon an. So, Cleopatra hat noch 33 erreicht. Das finde ich sehr gut. So. Einfach mal Fackeln. Erstmal Gewissheit, dass ich klatschen kann und Feuersäulen gibt ist. So. Vielleicht Don Pedro, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch nur einfach vor, die Weltherrschaft an mich zu reißen, wer weiß. So. Und nächstes Pokémon. Farnpignon. Level 27. Gefällt mir. Da können wir immer wieder heilen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, Cleopatra schon 33. Also es kann schnell gehen. Oh, ja. Ach, Sporenwirt ist ja einfach random, ne? Es kann schlafen, es kann paralysiert sein und vergiftet, ne? Ah. Ja, jetzt müssen wir jede Attacke durchgehen, weil. Stellt Pizza mit Butterbelag weg, verdammt. Erwischt! Ja. Kratzer, bist du wach? Nein. Ja, nee, weiß ich, muss nur noch besser umsetzen. Ja, jetzt kommt es hier noch mit. War das Egelsamen oder wie? Ja. 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 Sehr gut, weil wir haben keinen Aufwecker mehr. Oder wie viele Hyperheiler hat der, weil
Wie viele Hypertränke hat es dabei eingesammelt? 5 Stück hat Yorklef schon gefunden. Apropos, jetzt habe ich ja was gefunden. Noch, ah, guck mal, Nummer 6. Ja, sehr gut, dass es Hyperheiler findet. Die können wir aber, glaube ich, auch später erst kaufen. Oh, ist hier so Kids 26. Ne? Ich überlege ja halt wirklich hier dann später ja noch dann Dingens zu trainieren. Vegimak, weil Vegimak, wie gesagt, entsprechend besser drauf wäre. Weil, wo soll ich sonst trainieren, wenn ich es jetzt nicht irgendwie auf hoher See, also im Wasser oder in der Höhle trainieren kann, wo viele Gestein- und Boden-Pokémon sind. Wenn wir da halt noch nicht hin können. Ich sag, wie gesagt, ein Segen. Was hat denn eigentlich der alte Mann zu sagen? Bald ist die richtige Jahreszeit, um zum Turm des Himmels auf Route 7 zu gehen. Ich will unbedingt die Glocke läuten. Das freut mein kleines Lim... Blim, blim, blim. Blim, blim. Blim, blim, blim. Ja. Oh, wieder Doppelkampf. Low Carbs und Navitaub. Das gibt saftig XP. Das gibt saftige XP, Freunde. Nee, machen wir anders. Moment. Zack. Zack. So. Erstmal schön Gewissheit klatschen. Nitro-Ladung dann hier. Weil seht ihr, ich kann halt bei solchen Doppelkämpfen, ich finde es halt auch sehr gut, dass es wilde Pokémon-Kämpfe auch in Doppelt gibt, schön doppelt trainieren kann. Auch wenn es jetzt nicht so viel XP gibt. Warum sag ich denn? So. Ich glaube, das reicht. Aber ich mach mal trotzdem. Ich glaube, die das Gewissheit reicht. So sieht's aus, Volltreffer. So. Zumindest Navitaub gibt noch ein bisschen mehr, weil Navitaub schon Weiterentwicklung. Kartoffelmöhrenstamm wollte ich auch mal wieder gerne mal machen. Schon wieder Doppelkampf. Ich glaube, ich mal die Tage mal machen. Ich muss mir halt noch neue Kartoffeln kaufen. Die sind aber gestiegen. Na. So, zack. Hauen wir drauf. Beide Pokémon im Übrigen gefährlich für mein Kleopatra, weil... Ne? Käfer. Brandstempel war ja klar. Oh, Bodycheck. Direkt auf... Oi, oi, oi. Ja, machen wir diesmal umgekehrt. Ne, machen wir nicht umgekehrt. Würde ich mal sagen. Schön so lassen. Weil sonst geht gleich mein Starter noch drauf, was bisher noch nie passiert ist. Also nicht so richtig. Bei wilden Pokémon. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Boom. So, guck mal. Verkuckelt auch gleich schon Level 33. Buddy, machen wenig Muskatnuss ran. Ich habe Muskatnuss all mass. Ich habe Muskatnuss damals gekauft wegen der Bechamel-Soße für Lasagne. Ja. Und ich habe es mal, glaube ich, auch mal wirklich in Kartoffelpüree getan. Also in Kartoffelstampf. Mach mal wieder Bock drauf. Muskatnuss Müller! Das musst du, das ohne Witz, das musst du bei Thomas Müller bringen, ne? So Trainingsstunde Bayern München und dann wenn er kommt, sagst du Muskatnuss Müller. Warum nicht? Das, wenn er fragt, willst du Autogramm, sag ich Muskatnuss Müller. Ja. Das ist ja so geil. Einfach mal so beim Training. Scheiße. Muskatnuss, Herr Müller. Kenne ich nicht. Da ist auch nicht schlimm. Muss man nicht kennen. Er schießt mal gerne mal Eigentore. Warte mal. Thomas Müller hatte, glaube ich, in seinem Leben das erste Mal ein Eigentor geschossen, ne? In seiner Karriere beim FC Bayern. Respekt. Aber trotzdem Muskatnuss, Herr Müller. Boom. Seso Kids ist keine Gefahr. Flugschlag. Da knallen wir nochmal drauf. Und nochmal ein Brandstempel. Warte mal, du kennst den Ausschnitt von Louis de Finet nicht? Mit 2 Kartoffeln, Salz, werf ich wieder Ole. 3 Eier, 5 Kartoffeln, Salz, Pfeffer und Muskatnuss
Muskatnuss, Herr Müller! Klingt im Übrigen im Originalen viel besser als das, was auf Deutsch dann kommt. Weil beides auf Deutsch ist, aber das Original, da spricht Louis de Funès auch wirklich auf Deutsch. Und jetzt einfach sagen, nein, doch, oh! Deswegen, ich finde das Original viel besser als halt das Deutsche. Weil das Deutsche ist, ja, da hörst du es halt raus, ne? Also, das hört sich scheiße an. Punkt. Das hörst du halt raus, das ist kompletter Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Ne? So. Hier die Muskatnuss. Und jetzt ein Video, was 10 Stunden lang geht mit der Muskatnuss. So. Ich stelle mir echt die Frage, kriegen wir es heute hin, ein Pokémon Level 35 zu kriegen? Ein Volltreffer? Ui. Geht gut ab. Ich glaube, Cleopatra würden wir hinbekommen, ne? Wie gesagt, dann als nächstes Vegimak und dann den Rest. Und ich glaube, dann würde ich noch Rockyman nehmen. Rockyman hat es hier nämlich auch ziemlich schwer. Und jetzt kommt Navitaub Solo. Gibt aber auch so schon XP. Auf Baguette. Muskatnuss auf Baguette. Nee. Warum? Windschnitt. Ja, passiert nicht so viel. Zieht aber auch schon ab. Zieht ordentlich ab. Ja, ich muss mir auch. Ich werde mir aber, glaube ich, auch mal. Oh, das war ein Volltreffer. Der Kratzer müsste reichen. So. Fast 34, Mann. Aber ich will jetzt auch nicht zurückrennen, ne? So. Gewissheit. Das macht aber nur, weil Schatten so interessiert. Wieder speziell. Ja, das sieht man ja dann auch. Das ist ja dann die. Oh oh. Wie gesagt. Wie er dann so in Richtung Schatten geht, wo auf einmal so zack. Ja, so. Und so weiter. Genau. Schon wieder Käferbiss. Wecken wir jetzt wieder die Hälfte weg. Tatsache. Ja, gut, komm. Nein, wir flüchten. Wir flüchten. Wir flüchten. Kein Sinn. Hypertrank umsonst eingesetzt. Ja, Louis de Funès war genial. Vor allem mochte ich ihn in den Fantomas-Filmen. Ne? Kann man die sich eigentlich irgendwo angucken oder gibt sie nur in Frankreich auf Netflix? Ich wusste es. Jetzt kommt's. Ah, ein Supertrank! Ja. Navitaub ist. Ach, Navitaub. Kommt wahrscheinlich wild. Guck mal. So, Navitaub und Sesokids, beide Level 27. Schaut mal an, beide auf 33. Wer hätte das gedacht? Ich mach's mal anders. Anstempel so. Brust oder Keule habe ich gern gesehen. Brust oder Keule ist auch nicht schlecht. Oder wo er hier einer der dieser, also dieser Polizisten immer war, ne? Fand ich halt auch immer cool. Aber die Fantomas-Filme waren die besten. Ne? Also die muss man kaufen. Oder wie? Oh. Ach nee, wenn ich draufklicke, trifft es trotzdem dort, ne? Ja, dann ist gut. Ist gut, so erstmal Gewissheit. Reicht das? Nein, Brandstempel gibt es noch dazu. So, Teamwork nennt man sowas. Ja, den muss man kaufen, schade. So, Cleopatra gleich fertig. 34. Halleluja. Oh, endlich mal eine gescheite Attacke. Och, mein Gott, ne. Endlich mal diese verdammte Philu-Attacke weg. Jetzt kann es mal schlitzen. Oh Mann, ey. Also ob jetzt noch Cleopatra noch auf Balduin, Fantomas, Don't Judge Me. Balduin ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, fast alle Filme, ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen, die Louis de Funès Filme. Ich gebe es ganz ehrlich zu, die liefen mal auch mal immer öfters bei Nitro. Ne? Aber ich habe dienstagsabends halt nie Nitro an. Ne? Und lineares Fernsehen ist bei mir auch selten geworden. Ich habe ja jetzt ja mir auch überlegt, eventuellerweise wirklich für die Fälle, wenn bei mir hier das Internet für längere Zeit als nur 20 Minuten ausfällt, weil ich gucke auch übers Internet Fernsehen,
ob ich mir eventuellerweise mir noch einen Satellitenreceiver wieder zulege, weil mein Haus hier, also auch meine Wohnung, hat ja einen Anschluss für Satellitenfernsehen. Ja. Deswegen überlege ich mir halt wirklich zuzulegen, damit wirklich für die schlechte Zeit, wenn ich halt wirklich nur übers Handy Internet habe, also auch nur mobiles Internet, dass ich dann da dementsprechend normal Fernsehen gucken kann für den Fall der Fälle. Deswegen. Also das überlege ich mir gerade. Ich brauche nur ein Satellitenkabel, also ein Kupferkabel und einen Satellitenreceiver. Mehr brauche ich nicht. Über die Xbox kann ich halt, ne, ist auch Internet. Gut, könnte ich zocken, bis ich nicht mehr will, aber dann erstmal eine Menge genug Spiele haben. Was bin ich denn jetzt wieder für einer? So, wir machen jetzt erstmal hier, guck mal, jetzt kann Cleopatra auch richtig angreifen hier, ne? Wir machen aber trotzdem 5 und 30. Boom. So, 260. Warum kriegt Verkokel 10 XP mehr? Warum? Ich möchte das gerne wissen, Game Freak. Guck mal, Verkokel kriegt ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich, weil Starter und so, es hat nicht mehr lieb. Eines Tages, liebes Cleopatra, kriegst du auch bald 3 XP mehr. Eines Tages. Wenn du mal sagst, du machst gescheite Arbeit. So. Ist wohl der Kokelbonus. Wahrscheinlich. Verwurzler. Ah, deswegen kriegst du seine XP. Verwurzler. Und es hat, glaube ich, eine andere Fähigkeit, weil wir werden weder vergiftet, noch paralysiert, noch ist mein... Und jetzt noch Megasauger. Ja, ja, hallo. Guck mal, siehst du, erst Megasauger und dann jetzt noch Nährstoffe aus dem Boden. Phantom hast jetzt sogar... Oh, geil, dann weiß ich, was ich die nächste Zeit machen werde. Vielleicht mache ich schon morgen. Mal gucken. Morgen Abend, schön. Thomas von Metall 1 an. Dann aber auf dem Fernseher über die Xbox. Wenn dann richtig. So. Cleopatra, zeig, was du mit Schlitzer kannst. Mit Zornklinge. Schlitzer. Watch Party? Nee, alleine. Ich habe ja noch überlegt, dass ich eventuellerweise eine Watchparty mache am Freitag. Aber ich denke mal, ich tendiere eher auf ein paar Spiele. So, erstmal muss ich... nee, falsch. Außerdem muss ich nicht immer alle Filme... Also wie gesagt, ich will es auch mal langsam wieder hinkriegen, dass ich entsprechend Filme und Games ohne Stream schaue und zocke. Ne? Weil das fällt mir in letzter Zeit ziemlich schwer, weil gefühlt alles, was ich mache, wenn ich zocke, dann zocke ich nur online. Also sprich online, sogar on-air. Boah, jetzt haut es wieder weg. Aber das ist diesmal weniger. Nein. Und deswegen, ich will halt wirklich... Ich weiß nicht, man kann es ja gerne mal machen. Ne? Eigentlich hatte ich ja sowieso vor, eine andere Filmreihe gerne mal Watch Party zu machen. Ja. Ich bin ja immer noch nicht über den Verlust hinweg, dass Amazon das Prime Video Knight Rider verloren hat. Ich vermisse es immer noch. Ist wirklich so. Also liebe Leute von Amazon, solltet ihr gerade zugucken, bitte ich euch drum, besorgt euch verdammt nochmal die Rechte von Knight Rider wieder. Und wenn ihr dafür euch vor RTL die Hosen ausziehen müsst, oder wer die Rechte auch immer hat, wahrscheinlich NBC. Oh nee, was passiert dann, wenn Knight Rider auf Peacock kommt? Oh nee! Dann müsste ich mir ja Peacock holen. Und das gibt's nur über Sky. Danke, Amerika! Sorry, aber da bin ich jetzt ein bisschen angefressen, ne? Die ganzen amerikanischen Medienunternehmen sorgen auch dafür, dass wir jetzt hier übersättigt werden mit Streamingdiensten. Paramount Plus, Peacock, HBO Max. Okay, HBO Max noch nicht. Aber bald. Was kommt noch für Streamingdienste? Netflix. Russische Version von Netflix. Er kommt nicht wegen. Ja? Also ihr wisst, in Russland gibt es jetzt Netflix. Ne? Netflix. Neinflix. So. Netflix. Bom, bom, bom.
Habe ich auch noch gar nicht, ne? Bin ich mal fangen. Motec Fix kommt bald, ja. Ich mache auch bald. Ne, eigentlich müsstest du es Motec Plus nennen. Wenn ich je ein Abo-System für Dercho TV entwickle, nenne ich es einfach Dercho TV Plus. Ne? Ist ja wirklich eigentlich so der letzte Schrei. Das ist kein Witz. Ne? Wenn da Flix hat wohl ausgedient. Ja. Da, jetzt Flix. Maybe Flix. Nee, ich weiß ja nicht, weil ich wundere mich halt, dass bei RTL man nicht einfach bei RTL Now geblieben ist, ne? Das hätte man eigentlich auch machen können. RTL Now, anstatt TV Now, RTL Now. Aber man hat gesagt, RTL Plus. So, Folikon, du willst nicht? Dann ist mir scheißegal. Dann werde ich dich heute in dieser Session nicht fangen. Sorge ich jetzt eher dafür, dass Klumper drauf Level 40 kommt. Hallo, mein Name ist Folikon. Ich kann Schutzschild. Das schützt mich vor Attacken. Aber nur eine Runde. Hallo. Scheiße. Cezo Kids. Bin durchtrainiert, Level 27. Und komme im Winter mit anderen Klamotten. Alter, Sprungkick. Und ich kann voll kicken. Nö. Nö. Hab dem Kleopatra voll in die Fresse gehauen. Da ist der Trainer schnell weggerannt. Alter. Jetzt bei Netflix. Keine Sorge, ich habe nichts genommen. Ich versuche einfach nur gute Laune zu haben. So, dann können wir uns jetzt erstmal rächen. 22. Das bringt halt nichts. Beide halt in der ersten Stufe. Ich glaube sogar, Laukaps hat sogar gar keine Entwicklung. Wäre jetzt an dieser Stelle sehr sinnvoll, mal den Pokédex aufzuschlagen, um zu gucken, ob es stimmt. Hab die Katze voll im Mund geschlagen. Die Katze hat geblutet. Du hast die Katze geschlagen? Ich geb dir gleich. Käfer gebrummt. Was denn? Okay, Feuersäulen. Okay, das ist mit Schlitzer schneller. Mit schneller Schlitzer. So. 142 XP. 100. Oh, guck mal, jetzt hat sogar Kleopatra mehr gekriegt, ne? So. Und Jockle findet und Trank. Ja, den Trank können wir benutzen. Den Supertrank würde ich jetzt nicht direkt benutzen, aber den Trank. Ja, zumindest im grünen Bereich. Du hast die Katze geschlagen. Nein, doch. Oh. Salz. Und? Muss er Müller. Nein. Oh, Leute. Erstmal einen Schluck Wasser. Wo ist meine Wasserflasche? So. Ich weiß, ich habe hier kein Glas stehen. Jetzt aber komm. Sehr gut. So. Ich denke mal noch mindestens zwei Pokémon, aber ich gehe noch einmal heilen. Was sagt denn die Uhr? 22.08 Uhr. Ja, das ist noch gut in der Zeit. Ich würde halt so noch bis 5 nach halb 20 vor würde ich noch machen. Dann halt mal ganz kurz halt so 5 bis 10 Minuten Pause und dann würden wir in die State of Play Berichterstattung übergehen. Also für die, die live auf Twitch zu gucken. Die auf YouTube gucken. Pech gehabt. So, Schlitzer bei... Guck mal, Lockup ist hier stärkste, ne? Dann machen wir mal Brandstempel direkt drauf. So, wahrscheinlich mit Fähigkeit. Keine Fähigkeit. So, Lockup ist weg. Aber ich glaube, bei Doppelkämpfen werden es wohl 4 Doppelkämpfe sein und 2 Solokämpfe. Weil wie gesagt, ich werde dann gleich auch wechseln auf Vegimug. Was glaube ich dann, sagen wir mal, eher mehr Chancen hat, auch nochmal auf 35 zu kommen. Ja, Verkokel auch, ne, wenn wir es so beibehalten, würde ich sagen. Ne, aber
Mal gucken, ich glaube sogar es sind mehr Doppelkämpfe, ne? Außer es kommt Navitaub. Aber es kommt im Moment kein Navitaub. Beide 26. Da gab es hier der männliche Part. So. Aber guck mal, Cleopatra nähert sich auch schon langsam der 100 KP. So. Und ich sag, wenn alle auf 35 sind, hoffentlich schon nächste Woche, dann werden wir uns nochmal Turner schnappen. Und dann machen wir Turner platt. Definitiv. Brauchen sowieso nur einen Dienst, der alle Spencer-Filme auf Abruf hat. Ja. Genau. Das muss auch noch kommen. Dass alle Bud Spencer und Terence Hill Filme also auf einem Streamingdienst verfügbar sind. Wo wir nicht irgendwie auf 700 Streamingdienste alle oder verschiedene Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ja, Netflix hatte mal, ich weiß ja nicht, Netflix hat ja gefühlt fast so ein Teil nur noch eigen, so großen Teil Eigenproduktion, der kleine Teil halt, ja. Oh, guck mal, Tampignon, 29 Sporen wird und er schläft. Natürlich, er schläft. Und jetzt lässt er sich von Gigasauger ein. Ja, KP wegnehmen. Jetzt dürfen wir eine Runde durchgehen. Ich glaube, 4 Runden oder so waren das vorhin, ne? Alter! Ne, komm, wir flüchten. Das ist mir jetzt zu riskant. Weißt du, ich kann. Oh! Gut. Die Dame denkt sich auch nur so, was mit dem Typen los? Warum kommt er immer hier hin? Ja, hätten wir Surfer, hätten, ne? Was mir gerade auch auffällt, ich merke, ich habe. Ich muss mal kurz was überprüfen, Leute. Ganz kurz, ich muss mal was überprüfen. Ich muss nämlich was überprüfen. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe vielleicht was vergessen. Okay, VM2 kriege ich nach einem Kampf. Was mit VM3? Das ist Surfer. Wendelberg. Naturschutzgebiet. Achso, das ist für Schwarz-Weiß 2. Okay, VM4. Das ist Stärke. Iono City. Wait, what? Kriegen wir Stärke her? Hab ich? Moment. Ich muss gerade mal nachgucken. Moment. Hab ich Stärke? Ja, hab ich. Zerschneider und Stärke habe ich. Ich gucke nämlich gerade nach, welche VMs ich schon habe und welche ich noch brauche. Ne? Route 18, da waren wir noch nicht. Ah, das ist da unten, okay. Das ist VM5 ist Kaskade. VM06 ist hier Taucher. Kriegen wir in Ondula. Okay, da waren wir auch noch gar nicht. Gut, dann heißt jetzt VM07, das ist, glaube ich, hier nicht vorhanden. Und VM08 auch nicht. Okay, gut, das heißt, es gibt hier nur 5 VMs. Nee, 6 VMs gibt es hier nur. Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann kriege ich eine VM wahrscheinlich nach dem Kampf gegen Turner. Nicht von Turner selbst, sondern von jemand anderem. Wir haben nämlich lange schon nicht mehr unsere Rivalen gesehen. Das mal so als kleinen Spoiler. So, jetzt bitte. Von mir aus vergiftet. Ist mir egal. Ah, keine davon. Sehr schön. Zack. So, und das ist Level 35 für Cleopatra.
Fertig. Zumindest ein Pokémon. So. Damit ist jetzt Vegimak dran. Die beiden hier, also noch die vier hier noch. Verkokel kann durch die Doppelkämpfe halt auch noch so spontan noch 35 werden. Aber ich sag ja, ein Stream jetzt im Moment heute nur um... Ja, ich denke mal, nächste Woche werden wir die halbe Stunde auch noch irgendwie wieder... Oh, wir können Biss machen, ne? Das heißt, die greifen eventuellerweise nicht an. Recken zurück. Ein Vorteil für Vegimak. Und tschüss. 304 XP. So. Das hat ein bisschen gedauert. Ah, Low Cups und Dizzo Kids. Beide 26. So. Machen wir hier drauf Biss. Hier einfach mal ein Brandstempel. So, jetzt ist auch der Flow vom Kämpfen hier ein bisschen anders, weil, ne, Cleopatra hatte ja eine Flinkklaue an, heißt schneller werden, also hätte schneller werden können. Bodycheck direkt, haut's rein. So, nochmal Biss und Brandstempel. Also wie gesagt, bei solchen Kämpfen kann auch Verkokel sehr gut mithelfen. Und wie gesagt, Verkokel nähert sich ja auch Level 34 mit langsamen Schritten. VHS, ja, ich weiß nicht. Ja, bei VHS musst du ja aufpassen, ne? Je öfter du den Film guckst, ne, desto öfter, also durch desto mehr kann die VHS beschädigt werden, ne? Also auch noch mal kurz gesagt, ne? Also wenn man sie auf DVD hat, ist es, glaube ich, auch viel besser, als wenn man sie wirklich auf VHS hat. VHS hätte man sie früher haben können, indem man es einfach vom Fernsehprogramm abgefilmt hätte. Und ich habe mir früher immer, wenn ich Serien und Filme vom Programm aufgenommen habe, vom Fernsehsender und dann Werbung kam, habe ich mir immer die Mühe gegeben, die Werbung nicht mit aufzunehmen. Ja. Alter, Sprungkick. Machen wir mal Zerschneider, wie viel zieht es denn da ab? Na gut. Ich glaube, bei Nitroladung ist sowieso... Ja, da muss ich aufpassen. Bei Single-Kämpfen mit Sizzle Kids könnte es auch in die Hose gehen. Na, wie man hier sehen kann. Ich habe nicht mal einen VHS-Rekorder, habe ich auch nicht. Ich hatte früher einen. Aber jetzt nicht mehr. Aber Supertrunk ist auch schon weg, ne? Gehen wir wieder ins Haus. Warte, ich gehe mal hier in Abkürzung. Eine Abkürzung hier auch durchs Gras. Was haben wir denn eigentlich hier? Tipps für Trainer. Gegenstände in der Basis-Item-Tasche mit einem Kästchen davor kannst du auf dem Y-Knopf legen. Abgelegte Items kannst du auch bequem mit Y. Ach, wirklich? Weil am allerersten Dispenser-Hilfe Kabel 1 aus den 90ern. Ja. Ich möchte im Übrigen darauf hinweisen, apropos Kabel 1. Kabel 1 hatte letzte Woche Geburtstag. Obwohl der Sender am 29. Februar 1992 auf Sendung gegangen ist. Dieses Jahr gibt's keinen 29. Februar. Ne, weswegen Kabel 1 seinen 30. nicht richtig feiern konnte. Ne. So, mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Sprungkick, Alter. Diese Sizzle Kids, ne? Bam. Es zwingt mich, den Hypertrank einzusetzen, ne? Ah, das wird auch bei Kabel 1 hoffentlich auch Tradition bleiben, ne? Mann, ey. Weh, jetzt kommt, wenn wieder ein Sizzle Kids kommt, flüchte ich. Ey, das Spiel ärgert mich, ne? Das Spiel... Na, ja, dann mach ich's jetzt anders. Ich kann nicht durchgehen... Mensch. Was mir aufgefallen ist, wilde Navitaubs kamen schon lange nicht mehr. Ja, blöd ist halt die Werbung, was willst machen? Fernsehsender müssen sich auch irgendwie von Geld verdienen. Apropos Werbung, nein. So. Und weg. So. Teilen sich die XP, aber egal. Weil mich diese Sizzle Kids dazu zwingt, den Hypertrank. Also 7 Stück haben wir. Trotzdem scheiße. Ich kann halt nicht immer jetzt. Ich kann jetzt nicht alle meine Tränke verballern. Wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich inzwischen wieder? 12.571 Poké-Dollar, das ist gut, davon kann ich mir
könnte ich mir dann wieder Supertränke kaufen. Und wir haben wieder einen Doppelkampf. Oh! Zwei Flolikon. So. Einmal hier. Und einmal da. Wie gesagt, dann werde ich als nächstes Navitaub dann als zweites Pokémon dazu setzen. Weil es hier mit den Käfer-Pokémon gut klarkommt. Na. Und Verkokel 34. Eigentlich könnte ich Verkokel sogar auf 36 machen. Oder? Und alleine deswegen, wie gesagt, aufpassen bei Vegimak. Weil es nämlich auch Schwäche Pflanze hat. So, ich guck mal kurz. Ich glaube, Verkokel kann ich sogar 36 machen, ne? Ja, Verkokel mache ich sogar ein Level mehr. Weil Verkokel sich auf 36 entwickelt. Zu Flambriex. Ja. Warum auch nicht? Ist denn direkt was? Nee. Brandstöbel kann es ja schon. Egal. So. Wir müssen halt, wie gesagt, auf die Käfer-Pokémon aufpassen. Mit ihren Käferattacken. Deswegen ist Vegimak noch ein bisschen schwieriger als Kleopatra. Kopfnuss. Na komm, einmal zurückschrecken. Ja, danke. Und weg. 260 XP. Nice. So, was haben wir denn hier so? Noch nichts von Yorkliff. Dann gehen wir zur Frau dort im Pokémon. Im Pokémon. Gehen wir zu unserem Pokémon Center. So. Was sagt denn die Uhr? Oh, nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, wie gesagt, ein Pokémon haben wir zumindest auf 35 geschafft. Nächste Woche werden wir bestimmt zwei Stück schaffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächste Woche schon Turner besiegen werden, liegt, glaube ich, eher bei, wenn ich es in Prozent schätzen müsste, 5%. Weil wenn wir uns nächste Woche Mittwoch dann uns durchgehend mit dem beschäftigen werden, dann, ja, mit dem Trainieren, dann könnten wir es eventuellerweise so kurz und knapp schaffen. Dann könnte ich vielleicht auch nächste Woche sogar ein bisschen länger streamen. Ne? Außer nächste Woche wird wieder irgendjemand, vielleicht sogar auch Microsoft, sagen, hey, wir präsentieren was, wir machen eine Xbox Showcase. Nächste Woche. Mittwoch. Ne? Um 23 Uhr am Mittwoch. Macht ja dabei jetzt gefühlt, ja, nicht alle, aber, ne? Nintendo jetzt das letzte Mal, ich glaube, das war vor 4 Wochen sogar, ne? Mit der Direct. Die Pokémon Presents, die war am Sonntagmittag. Am Pokémon Day. So, Vegimak 33. Lernst du was? Nein. Muss sowieso mal gucken, wann ich Vegimak entwickle. Ne? Muss mal kurz gucken. Weil entsprechende Attacken kann es ja dann nicht mehr lernen, wenn... Also Strauchler wird es noch lernen. Akrobatik wird es auf ein... Nee, Wait. Stimmt, habe ich nicht beibringen lassen, genau. Strauchler lernt es. Oh, dafür muss ich die Pflanzenattacken wegmachen. Aufbearbeitung, Bärenkräfte, ja gut. Das heißt, Knirscher lernt es auch noch auf 43. Leberknödel. Eine Attacke. So, wieder ein Doppelkampf. Laukap und... So. Kann wieder gefährlich werden. Machen wir es anders. Geh direkt weg. Sizzlekid sofort weg. Problem ist aber, Laukaps kann auch angreifen. So. Ja, sieht sehr gut aus. Oh, Trugschlag auf Verkokel. Machen wir mal Zerschneider. Machen wir einfach mal Armstoß. Ja, hat auch gereicht. So. Aber ich denke mal, Einzelattacken sind eigentlich auch besser. Einzelkämpfe.
taub. Wird jetzt noch ein größeres Problem für Vegemag. Aber mal gucken, wie dieses Navi-Taub auf Vegemag losgehen wird. Ich bin mir definitiv sicher, es geht auf Vegemag los, direkt mit einer entsprechenden Attacke. Oh, sehr gut. Sehr gut mit Biss. Oh, wenn es jetzt irgendwie Windschnitt gemacht hätte oder so, das hätte schief gehen können. Vegemag hätte nichts gekriegt. 270 und 200. Siehst du, jetzt kriegt Vegemag 10 mehr. Jetzt kriegt Vegemag 10 XP mehr. Fragt mich nicht, warum. Ob es mit dem Vertrauen zu tun hat oder nicht, ich weiß es nicht. So, zurückgeschreckt. Zurückgeschreckt, ich find's mega. Deswegen ein Hoch auf Biss. So kann man auch trainieren. Aber guck mal, 33. Es klingt auch schon nicht mehr nach so viel, ne? Komm, Hypertrank. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Ich habe jetzt keine Lust, immer wieder zur Dame zu gehen. Oh, es sind 20 KP weg. Das geht nicht. Das können sie nicht machen. So. Zizo Kids und Laukaps. So. Zack. Zack. Fuck. Fackel. So, nee, das hatte ich noch in der Eingabe drin. Alles gut, Bobby. Alles gut. So. Oh, komm, Nitro-Ladung ist eigentlich egal. Geht eh drauf. Was bisher noch gar nicht aufgetreten ist, glaube ich, zwei Navi-Taubs. Wäre für Vegemag wirklich tödlich. Gebe ich ehrlich zu. Aber es gibt XP. Ja, ist so. Wäre für Vegemag tödlich, aber würde XP geben. Einzeln ist was anderes. Aber bei den Level 28, ne, das ist schon mal was. Und wie gesagt, wenn Einzelkampf, dann ist es was anderes. Weil da gibt es natürlich ein bisschen mehr. Weil vor allem nämlich nur ein Pokémon vor uns steht und 1 gegen 1 ja Standard ist. Und deswegen gibt es auch mehr XP. Deswegen ich sagen kann, wenn schon stärkere Pokémon, also auch weiter Pokémon mit Weiterentwicklung, in dem Falle ist es halt hier nicht so, in dem Falle ist es selten geworden mit Navitaub, weil Navitaub Stufe 2 schon ist. Und zwar ist Dusselgur, ne? Genau, Dusselgur, so. Machen wir es diesmal so. Boom. Den Brandstempel draufgekriegt. Aus dem Champignon ist ein frisch gebratenes Champignon geworden. Und? Ah, Finte. Es geht bis nochmal. Und wir machen diesmal Feuersäulen. So. Und Tschüssikowski. So wie ich das auch verstanden habe und so wie es sich auch im Moment anhört, ja. Aber ich denke mal, Hausordnung oder Hausrecht. Oh, zwei Navitaubs. Das ist tödlich für Vegemag. Jetzt ist der Fall eingetreten. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, so klingt das halt auch. Aber ich denke mal, viele Geschäfte werden ihr Hausrecht, also ihr Hausrecht auch nutzen. Oh Gott. Kommt nochmal Windschnitt. Das ist noch ein Windschnitt, wird es nicht überleben. Deswegen würde ich sagen, Trank. Ich will, dass es diese fetten Mega XP kriegt. Machen wir das. Und ich denke mal, also nur im ÖPNV und in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird es dann ja halt nur noch. Scheiße, und das Falsche dann auch noch getroffen. Oh! Nein! Oh, ne, wieder doppelt. Das müsst ihr jetzt überleben. Vor allem du. Nee. Ich weiß jetzt. Moment. Ein Abitur weg. Gut. Und zweites weg. So, es gab jetzt gut 500 XP für beide.
Oh, das hätte schief gehen können. So, jetzt raus hier. Schnell. So, jetzt bin ich einmal rumgegangen. Also wie gesagt, mit der Maskenpflicht ist es so, die gilt halt noch für Pflegeeinrichtungen, also Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser und natürlich ÖPNV. Auch die Testnachweise werden noch gemacht, also wenn man 2G, 3G oder so, das wird halt auch noch gelten. Aber zumindest, ich denke mal, so wird das auch sein, dass dann viele sagen werden, gut, wir heben die Maskenpflicht auf. Du kannst dann halt, wie gesagt, einfach mal nachfragen auch noch. Ich werde trotzdem die Maske weiterhin aufhalten, weil ich jetzt schon mitgekriegt habe, dass in meinem Freundeskreis diverse Verdachtsfälle bzw. schon Corona-Fälle gegeben hat, die auch auf deren Gesundheit nun auch, sagen wir mal, ausgeschlagen hat nach ihrer Corona-Infektion. Und ich ziemlich sauer auf gewisse Menschen hier in diesem Land bin, die so eine Krankheit nicht ernst nehmen, die eigentlich es verdient haben, in der Hölle zu schmoren, wenn es die Hölle gibt. Und wenn die Hölle nicht unbedingt RTL heißt. Und auch noch eine gerechte Strafe eigentlich verdienen, weil sie eine Krankheit leugnen, die dafür sorgen kann, dass man eventuellerweise vielleicht sogar Jahre braucht, um sich zu erholen. Wenn überhaupt im besten Falle Monate. Das meine ich ernst. Und wenn es halt welche im Umkreis trifft, die man sehr gern hat, die einem wichtig ist, ja, weiß ich. Ich werde, wie gesagt, noch ein, zwei Pokémon-Kämpfe machen. Keine Sorge. Ja, du, Don Pedro, du, das ist mir so Wumpe. Ich werde weiterhin die Maske tragen. Und ich werde weiterhin dann auch noch mich das immer noch machen. Das ist mir, wird mir so scheißegal sein. Ich trage nur noch FFP2-Maske, egal ob Vollbart oder nicht. Weißt du, ich fühle mich mit der sicherer als mit einer lappigen OB-Maske, wollte ich schon sagen. OP-Maske. Ne? Und darüber brauchen wir nicht diskutieren, ob FFP2-Maske wegen Bart und so. Schnauze, will ich nicht. Ich trage sie, Punkt, aus, Ende. Und mich hat bisher keiner keiner angemeckert oder so, dass es hieß, hey, ne? Ich will darüber keine Diskussion führen. Ich werde trotzdem, auch wenn sie im Supermarkt fällt oder weiß was, oh, Veggie-Markt fällt noch. Ja, eben. Und wenn, dann kann ich auch sagen, ich fühle mich damit auch sicherer. Punkt. So. Das ist, da brauche ich keine Ausrede zu finden. Wenn mich jemand zwingt, die Maske abzunehmen, ne, dann fange ich irgendwann an, den an den Hosen zu ziehen oder an den Rücken. Ist mir scheißegal. Dann sage ich, ja, nervt ihn das? Nervt ihn das? So werde ich das sagen. Ist mein voller Ernst, wirklich. Mach ich, bring ich. Bring ich. Ist mir scheißegal, wenn dann ich eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses kriege. Ich sage, ich kann auch Anzeige. Wegen Körperverletzung, weil man mich schlagen wollte oder so. Eben. Kann ich auch sagen. Ist mir scheißegal. Und gut, ob es überhaupt so weit kommen wird, glaube ich eher nicht. Ich habe hier schon so, hier in meiner Umgebung, wo ich wohne, sagen wir mal, noch gar keine solchen Idioten gesehen, die Corona leugnen. Ich habe einen mal gesehen, einen Ort weiter, in Detmold. Wie er so schön mit seiner Boombox rumgelaufen ist, so als würde er seine Eier, so als hätte er dicke Eier gehabt, ne, so sagt er, hey, ich bin hier, ja. Tschüss, Vegimac. Tschüss, Vegimac. Dreimal getroffen. Ja, das wird dann nichts mit 34, ne? Ja, ist scheißegal dann, gut. Dann hauen wir so weg. Ist egal. Aber mal abwarten. Na gut, Vegimac 34 ist mir jetzt scheißegal. Das wollte ich nämlich noch erreichen. Strauchler, da war es nämlich. Ja. Wie viel zieht Strauchler ab? Ziel wird durch Gras in Straucheln gebracht. Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden. Oh. 35. 80. Rankenhieb kommt weg. Strauchler ist wie Rankenhieb. Ne? So. Wow, es ist aufgewacht. So, jetzt wird aber erstmal Dingens angegriffen. Volltreffer. So. Dann können wir nämlich gleich erstmal speichern. Dann haben wir es zumindest geschafft, ein weiteres Pokémon. Also, guckt euch mal an. Veggie. Der Kokel ist gleich fertig. Doch noch geschafft. Zwei Pokémon auf 35. Hätte ich nicht gedacht, Freunde. Jetzt gehen wir hier rüber. Hätte
Ich nicht. Scheiße. Für möglich gehalten. Hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Hoppla. Tschüss. So. Geh nochmal zu unserem persönlichen Pokémon Center. So, heilen wir, speichern und dann geht's nächste Woche weiter. Das heißt, wir müssen nächste Woche... Ja, du hast eine lange Liste. Ich habe auch etwas Langes in meiner Hose. So. Jetzt bin ich doch mal hier. Ich muss sowieso noch umstellen. Da muss ich sowieso noch mal kurz pinkeln. Kurz mal für 3 Minuten Werbung schalten. Mann. Immer dieser Druck hier, ne? So, Leute. Hier geht's jetzt gleich weiter im Stream. Genau, die State geht im Übrigen sowieso nur 20 Minuten. Also... Jetzt macht euch nicht in die Hosen. Deswegen State of Play hier gleich im Anschluss im Livestream auf Twitch. Und für die, die eventuellerweise, wie gesagt, dann jetzt nicht mehr dabei sein sollten, euch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann am Freitag wieder im Stream. Oder nächste Woche zu Pokémon, nächste Woche Mittwoch. Dann werden wir die anderen noch trainieren. Veggie mal kurz vor 35. Dann noch Rockyman und Navitaub. Dann, wenn die auch noch auf 35 sind, dann werden wir Turner platt machen. Jetzt aber Ende für heute. Ente in Gelente. Und sehen uns dann gleich wieder, beziehungsweise das nächste Mal. Bis dahin.